Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus München, ursprünglich aus Berlin, bin 35 Jahre alt, Journalistin und Buchautorin, schreibe für verschiedene Zeitschriften, Tageszeitungen und habe 2008 ein Buch veröffentlicht mit zwei anderen Autorinnen, das heißt Wir Alpha-Mädchen, war in Deutschland recht heiß diskutiert. Ich weiß nicht, ob man das in Luxemburg auch mitbekommen hat, aber es ging halt eben um so einen Anstoß, ob man nicht doch mehr Emanzipation und auch weiter viel Feminismus gebrauchen kann. Im Laufe der Zeit, in verschiedenen Vorträgen oder Diskussionen oder auch einfach in meiner publizistischen Arbeit, habe ich mich dann immer wieder auch mit dem Thema Netz auseinandergesetzt, gerade auch, weil es für mich ein Ort oder eine Technik war, mit der ich mich auch dann verstärkt auseinandergesetzt habe. Und ja, da ist dann gleich der Anschluss zum Vortrag, dass es eigentlich eine ganz tolle Idee ist. Also Lars sagte es ja gerade schon, dass das Netz halt eben ganz neue Möglichkeiten bietet und jeder das Netz für sich nutzen kann, wie immer er oder sie es möchte, und dass es ganz neue Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und im Laufe der Zeit stellt man aber, wenn man kritisch aufs Netz schaut, dann schon auch fest, dass da sehr viele Kräfte wirken. Also im Vortrag von Julien ist ja vorhin schon klar geworden, dass die Industrie oder dass Konzerne ganz große Interessen vertreten und eben einfach auch Geld verdienen wollen im Internet und dadurch Ungleichgewichte entstehen und gleichzeitig beeinflussen aber auch unsere privaten oder persönlichen Gewohnheiten ganz stark das Internet. Wie wir im Internet miteinander umgehen, wie im Internet Stärken oder Schwächen sich herausbilden, und ganz stark passiert es auch zwischen Männern und Frauen. Die Utopie war halt eben, dass das Geschlecht eigentlich im Internet keine Rolle spielt, dass Frauen sich ganz genauso wie Männer zu Wort melden, dass sie dort Politik machen können, sich mit anderen vernetzen können, dass es einfach keine Schranken gibt und dass vielleicht ein Ungleichgewicht, was wir in der Gesellschaft noch haben, im Netz so nicht auftreten wird, sondern dass das Internet da halt einfach sehr viel moderner ist als jetzt unsere Offline-Gesellschaft, sage ich mal. Das betrifft ja nicht nur den Bereich Geschlecht, sondern auch den Bereich Bildung oder Herkunft oder in welchem politischen System ich lebe. Also heute kam ja schon mal kurz der arabische Frühling zur Sprache, also dass da das Internet einfach viele Chancen bieten könnte, auch wenn ich in einem totalitären System lebe, dass ich mir eigentlich das Internet als Technik vor allen Dingen aneignen muss, um dort zu publizieren zum Beispiel, ohne dass ich jetzt gleich Journalistik studiert haben muss oder an eine Redaktion angeschlossen sein muss, um meine Meinung zu äußern, dass es egal ist, ob ich aus einer sehr armen Gegend komme oder einer reichen Gegend, dass das Internet mir erstmal mehr oder weniger immer wieder kostenlos auch zur Verfügung steht. Also soweit war die Utopie. Ja, ich gehe jetzt nur auf den Bereich Geschlecht ein. Analog gilt es, glaube ich, für ganz viele andere Bereiche auch, dass die Realität dann doch ein bisschen anders aussieht. Also in Deutschland zum Beispiel oder auch international, wenn man sich die Blogcharts anguckt, wer sind so die großen Blogs, die meistgeklickten Seiten, das sind alles oder überwiegend fast 90% sind es Männer. Wenn man jetzt so sich die Top 10 oder die Top 20 anschaut, das sind so die Alpha-Blogger, und Frauen tauchen gerade im Bereich politisches Bloggen oder Netzthemen oder so fast gar nicht auf. Also Frauen findet man dann eher in den Bereichen Kochblogs, Blogs, wo es ums Thema Kinder geht, ums Thema Dekoration oder selber machen. Also plötzlich, wenn man sich dann mal eben so Top-Listen anschaut, hat man das Gefühl, man ist wieder in den 50ern oder so, dass wirklich sehr weiblich konnotierte Themen und sehr männlich konnotierte Themen sich im Netz widerspiegeln, eben genau als Männer- und Frauen-Blogs oder Foren oder immer, wie die genutzt werden. Da hat sich also eben dieses Aufbrechen von alten Strukturen eigentlich nicht bewahrheitet. Ein ganz interessantes und ich glaube auch ein ganz wichtiges Beispiel ist auch die Wikipedia. Wenn man sich Wikipedia anschaut, werden rund 85% aller Artikel von Männern geschrieben und nur 15% werden von Frauen verfasst. Und da merkt man natürlich dann,
dass es dann schon auch kritisch werden kann. Also solange, jetzt wenn ich sage, okay, Blogs ist eigentlich egal, wenn Frauen halt lieber übers Kochen und über Kinder und über Katzen schreiben wollen, sollen sie das machen, wenn Männer eher Politik interessiert, mein Gott. Also da kann man so eine wurschtige Haltung irgendwie haben, aber wenn man sich jetzt die Wikipedia anschaut, dann hat es schon ein ganz starkes kritisches Moment, weil Wikipedia löst über die Jahre hinweg ja normale oder ich sag mal althergekommene Enzyklopädien ab. Also die Encyclopaedia Britannica wird jetzt nicht mehr aufgelegt, stattdessen gucken alle in Wikipedia rein und dann ist es natürlich schon ein Problem, wenn die Redaktion, also die Autoren, die da schreiben, einfach zu 85% männlich sind, weil einfach ein großer Teil des Weltwissens dort nicht vertreten ist oder als nicht so relevant dargestellt wird, wie er vielleicht für, sagen wir, 50% der Bevölkerung ist. Also tatsächlich ist es so, dass weibliche Romanciers einfach sehr viel kleinere Einträge haben als jetzt zum Beispiel männliche Comichelden oder so. Und dann ist halt schon eine Gewichtung da, die vielleicht jetzt in unserer Offline- oder papiergedruckten Welt nicht so stark zutage tritt. Also da verstärkt das Merkmal Geschlecht im Internet die Präsentation von Frauen und Männern nochmal sehr. Also wie Frauen und Männern dort auftauchen. Interessanterweise sind aber bei den sozialen Medien Frauen, in den meisten sozialen Netzwerken sind Frauen fast zu 60% vertreten, also sind eigentlich sogar die dominanten Netzteilnehmerinnen oder also Netzteilnehmer sind weiblich. Und trotzdem sind die großen Debatten, werden die von Männern gesetzt. Die Frage ist jetzt, warum ist es so? Wenn doch eigentlich eben alles frei ist. Also diese Debatten habe ich schon ganz oft geführt, die waren immer wieder in Diskussion auch und bei Panels und wir haben immer wieder darüber gesprochen. Und die erste Antwort oder die erste, na, Vorwurf ist es nicht direkt, sondern die erste Anmerkung ist oft so, ja, wer hält euch denn davon ab? Also Frauen sind doch selber schuld, wenn sie nicht über Politik schreiben, wenn sie keine Netzpolitik machen, wenn sie sich nicht einmischen, wenn sie nicht diskutieren, wenn sie keine Wikipedia-Artikel schreiben. Aber man muss sich dann eigentlich nur die alt oder die über Jahrhunderte, Jahrtausende oder Jahrzehnte, wie weit man auch immer gehen will, entstandenen Geschlechterrollen anschauen, dann findet man sehr viele Erklärungsmuster dafür, warum das Merkmal Geschlecht im Internet immer noch so eine starke Rolle spielt oder eben sogar Rollen verstärken kann. Also einmal, im Prinzip ist es ganz einfach, wenn man sich anschaut, dass das Internet ja kein Ort ist, an den man geht und dort ist man dann jemand ganz anderes. So funktioniert ja das Internet nicht. So funktioniert es vielleicht in der Game-Welt, dass man da hingeht und irgendeine Fantasy-Figur ist. Aber wir nutzen ja das Internet eigentlich eher so in unserem Alltag und da gehen wir auch als die Person herein, die wir sind. Und wir nehmen in das Internet alle unsere Vorurteile mit rein, wir nehmen unsere Persönlichkeit mit rein, wir nehmen dort mit hin, wie wir erzogen worden sind, wie wir gelernt haben zu sprechen, wie wir gelernt haben aufzutreten, wie wir gelernt haben, das Gesagte oder das Geschriebene in dem Fall von anderen wahrzunehmen. Das heißt, wir sind dann im Internet und wenn wir einen männlichen Namen zum Beispiel als Autor eines Artikels lesen, dann billigen wir demjenigen mehr Kompetenz zu, als wenn dort ein weiblicher Name steht. Das ist ein Phänomen, das gibt es einfach in der Welt. Also ich will jetzt gar nicht so unterscheiden zwischen Offline- und Online-Welt. Aber in der Online-Welt kann es das nochmal sehr verstärken, weil wir dort auch nur den Namen sehen und dort sehen Frau oder Mann. Wir kriegen das Auftreten der Person gar nicht mit, großartig, sondern wir lesen halt diesen Artikel. Und dann wird Männern einfach immer noch sehr viel mehr Kompetenz zugestanden als Frauen. Das ist entstanden einfach über die Jahrhunderte hinweg, in denen Frauen gar keine Profession ergreifen durften, ergriffen haben. Es ist ja erst in den letzten Jahrzehnten gab es da eine Egalisierung, dass halt die Berufswelt von Frauen auch bevölkert wird und dass Frauen sich da immer mehr eben auch hohe Jobs erarbeiten und Jobs, die eben mit sehr viel Anerkennung einhergehen, die Kompetenz erfordern und so weiter und so fort. Deswegen Kompetenz, also ich glaube, man kann es immer ganz gut bei sich selber überprüfen,
Kompetenz ist sehr männlich besetzt. Also wenn man gar keinen Namen hat und man hat irgendeinen schlauen Text oder irgendeinen schlauen Beitrag, geht man meistens davon aus, dass es ein Mann ist. Weil einfach über die Kultur ist einfach immer so gewesen, dass Männer sich zu Wort gemeldet haben, dass Männer die Bücher verfasst haben, dass Männer die Wissenschaften vorangetrieben haben. Deswegen ist so, im Englischen hat man ja dieses Mankind, das ist schon sehr klar, da steckt drin der Mann. Also der Mann ist der Maßstab, die Frau ist das andere oder das vielleicht auch etwas Defizitäre. Also das Thema Kompetenz spiegelt sich ganz, ganz stark im Internet wider. Dann hat man im Internet einfach auch gewaltvolle Beziehungen, also Gewalt nehme ich jetzt das Wort, ohne dass ich jetzt davon spreche, dass man sich gleich schlägt, sondern eben auch verbale Gewalt. Also alles, was wir offline auch kennen, gibt es auch im Internet. Wenn eine Frau sich zu sehr vorwagt, also was ja ganz schnell mal passieren kann, dann wird sie, also dass man, dass es so empfunden wird, dass eine Frau den Mund zu weit aufmacht, sich jetzt irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnt, dann gibt es sehr viel schneller Kritik, als wenn ein Mann zum Beispiel eine provokante These vertritt. Also es gibt viele Beispiele, es sind auch sehr erschreckende Beispiele. In Amerika gab es eine Technikbloggerin und die, als sie dann, also die hat unter einem Synonym ganz lang geschrieben und als dann klar war, sie ist eine Frau, hat sie dann auch weiter als Frau geschrieben unter ihrem normalen Namen und wurde plötzlich sehr stark angefeindet. Also die hat dann auch Post bekommen, richtig an ihre Postadresse, das heißt die Leute wussten, wo sie wohnt. Sie hat Drohungen bekommen, dann wurden Fotomontagen gemacht, wo sie aufgehängt wurde, was weiß ich. Also wirklich sehr, sehr schlimm, Morddrohungen erhalten, bis sie gesagt hat, okay, diesen Blog führe ich nicht weiter. Also es ist ein sehr starkes Extrem, aber in allen Abstufungen von dort bis zu, dass man ganz normal miteinander umgeht, gibt es eigentlich alles. Aber eben diese Hierarchien, die wir offline haben, die spiegeln sich auch online wieder. Dass Frauen halt eben, wenn jemand das Gefühl hat, sie würde sich jetzt nicht angemessen weiblich verhalten, was immer man darunter verstehen mag, dass Frauen dann sehr schnell in ihre Schranken gewiesen werden. Dadurch, dass Frauen diese Erfahrungen ja auch im Offline-Leben machen, also dass es eh als unangebracht wahrgenommen wird, wenn Frauen sich kritisch äußern oder jemanden auch mal angehen oder gerne streiten. Also es wird ja zum Beispiel, was weiß ich, in der Zeitung steht dann, wenn zwei Ministerinnen sich sehr fundiert streiten, dann steht da Zickenkrieg. Wenn zwei Minister sich streiten, dann steht da, was weiß ich, vielleicht Hahnenkampf oder so. Aber es hat trotzdem eher was von einem von einem Kampf eben auf Augenhöhe und nicht von einem Gezicke. So, also es wird, Debatten zwischen Frauen werden sehr stark abgewertet und im Internet werden Frauen halt eben auch sehr stark dafür kritisiert oder angegangen, wenn sie sich, sagen wir, unweiblich verhalten. Also da über ihre zugeschriebene Rolle, die überschreiten im Prinzip. Dadurch, dass Frauen dann die Erfahrung machen, auch online, dass sie so schnell angegangen werden, dass sie viel stärker kritisiert werden als Männer, was halt eben auch eine Kritik ist, die nicht nur jetzt aufs Fachliche angeht. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren sehr, sehr aktiv, also klar im feministischen Kontext auch im Internet, aber ich sage immer wieder, wenn mich jemand als Arschloch angeht, also der sagt, du bist ein blödes Arschloch oder du bist eine Idiotin oder so, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. Aber man wird halt angegangen mit Kommentaren wie, ja, man müsste nur mal wieder ordentlich gefickt werden, was weiß ich, also die Sprache ist eigentlich nicht schön wieder zu wiederholen, aber also man wird sexuell angegangen, man wird als Frau angegangen und das ist der Unterschied, dass man als Frau, es ist halt eine personalisierte Kritik, es ist eine Gewalt im Prinzip, eine verbale Gewalt, was sich, glaube ich, viele Männer oft nicht sehr bewusst sind. Also weil das mit harten Bandagen gekämpft wird im Internet, ist echt keine Frage. Aber diese Erfahrung, die lässt ganz viele Frauen dann auch einfach die Konsequenz ziehen, dass sie eben nicht mehr online gehen, also sich nicht online zu Wort melden, dass sie entweder eben einfach nur konsumieren, dass sie nur lesen, dass sie nur vielleicht in Foren oder so schreiben, wo man jetzt eine kleinere Gruppe ist, aber dass sie sich nicht
oder viel seltener zum Beispiel mit einem politischen Kommentar zu Wort melden und da sich so einer Kritik aussetzen oder solchen Angriffen. Bei der Wikipedia wird auch immer wieder erzählt, also weil diese Debatte um Wikipedia, die gibt es schon ganz lange, es gibt auch immer wieder Bemühungen, dass mehr Frauen schreiben und die sagen aber dann auch, naja, es ist halt immer diese Debatte um Relevanz oder Nicht-Relevanz, danach entscheidet sich ja, ob ein Artikel freigeschaltet wird oder nicht und das halt einfach sehr oft von der Community wird dann gesagt, das ist irrelevant, die Community ist aber zu 85% männlich und halt eben, dann wird man überstimmt und wenn man versucht dafür zu kämpfen, dass der Artikel, den man geschrieben hat, aber online stehen bleibt, dann geht es sehr schnell auf eine sexualisierte verbale Gewalt über. Also wer sich da mal ein Bild machen will, der kann gerne mal, also deutschsprachig gibt es hater.org, hater.org. Da sammeln jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Webseiten, also gerade auch aus dem feministischen Kontext, so Kommentare, die einfach sehr krass und sehr persönlich und sexuell und gewaltvoll sind, weil man löscht natürlich die Kommentare von seiner Webseite, man will nicht, dass da sowas draufsteht. Gleichzeitig ist natürlich diese Gewalt damit dann unsichtbar gemacht. Also da kann man dann irgendwie nachlesen, ich glaube, da werden sogar die Usernamen von den Kommentatoren dann auch mit veröffentlicht, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was da auch passiert. Also das Problem ist, dass Frauen sich dann zurückziehen, dass sie sich eben aus diesem Medium, was eigentlich so viele Chancen bietet, zurückziehen. Und es eigentlich auch ein bisschen als, sie sagen dann halt einfach, das muss ich mir nicht antun. Also es ist ja auch schwer, jetzt freiwillig zu entscheiden, okay, ich stelle mich jetzt auf einen Marktplatz und lass mich mal eine Stunde anspucken oder so. Das Problem ist halt einfach im Internet, dass, also mir zum Beispiel ist es noch nie passiert, wenn ich feministische Thesen so äußere, 1:1, dass irgendjemand nachher zu mir gekommen wäre und mir eine reingeknallt hätte, nie. Oder auch nicht mir irgendeinen blöden Kommentar gegeben hätte. Aber im Internet fühlen sich ständig Leute bemüßigt, mich wirklich unangenehm anzugehen. Im Internet hat man ja eben diese Schranke nicht, ich sehe denjenigen nicht, ich kann zwar verbal zurückschlagen, habe darauf aber keine Lust, ehrlich gesagt. Und die Leute sind da übergriffiger einfach. Also es wird halt nicht so gefiltert, die normalen Anstandsregeln, die jeder im besten Fall in seiner Kindheit gelernt hat, die gelten da manchmal nicht mehr. Und viele, oder ich habe schon öfter gehört von Usern, die auch sagen, nö, online lassen sie auch einfach die Sau raus. Sie haben keine Lust, sich da auf irgendwie politisch oder diplomatisches Geplänkel einzulassen oder so. Hinzu kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt gerade wurde in Deutschland wieder eine Studie veröffentlicht, die zeigte, dass Männer sehr viel mehr Freizeit haben als Frauen, was man, glaube ich, sich auch ganz einfach erklären kann, wenn man schaut, wie immer noch die Erziehungsarbeit, die Haushaltsarbeit und eben also alles, was so neben dem Job anfällt, verteilt ist. Also Frauen sind zwar noch nicht mit den gleichen Stundenanzahlen wie Männer berufstätig, aber sie übernehmen fast noch komplett die anfallenden Haushaltsarbeiten und dazu halt in den allermeisten Fällen auch immer noch den Großteil der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen oder. Also Frauen haben halt eben diese mehrfach, also es ist ja nicht nur diese Doppelbelastung, Familie und Job, sondern wirklich Mehrfachbelastung durch Verschiedenes, vielleicht dann noch Ehrenamt oder so. Und dann ist es schlicht und einfach auch so, dass ich mich, wenn ich zwei kleine Kinder und einen Job und einen Haushalt habe, um 23 Uhr nicht mehr vor dem Computer hocke und da vielleicht noch zwei Wikipedia-Einträge schreibe. Also das macht dann vielleicht einen Mann noch eher. Da hat man auch wieder das Moment, also man kann eigentlich alle Verhaltensweisen, die so signifikant sind bei Männern und Frauen, die sich so herausgebildet haben, auch aufs Internet übertragen, dass Männer dann schon auch tendenziell einen größeren Darstellungsdrang haben. Also wenn in Deutschland ist es oft sehr lustig zu beobachten, wenn es eine neue Netzdebatte gibt, also weil so Netzthemen sind so die starken Themen in deutschen Blogs, das sind eigentlich die wichtigsten Themen und da kann dann auch der 10. Blogger nochmal genau den gleichen Kommentar schreiben, vielleicht noch einen ganz kleinen Dreh anders,
Aber also es gibt wohl Untersuchungen, die sagen, Frauen ist es zu doof. Also man kennt die Untersuchungen aus dem Job, dass halt in Konferenzen oder Meetings oder so sich nicht nochmal eine Frau meldet und das Gleiche nochmal sagt, weil die einfach sagt, nee, das ist ja nicht zielführend, wir haben nicht ewig Zeit und das war ja auch schon gesagt. Und ein Mann einfach sagt, ach, da kann ich jetzt mal noch einen Profilierungspunkt mir ergattern, sich meldet und dann sagt, ja, auf diesen Punkt will ich nochmal ganz, ganz wichtig hinweisen. So. Also das funktioniert im Internet, spiegelt sich dort einfach auch ganz stark wieder. Und dadurch, dass das Internet dann ja auch einfach unbegrenzt Platz hat, also da habe ich dann keinen Chef, der sagt, so, wir wollen jetzt aber irgendwie nach 2 Stunden doch mal alle an die Arbeit wieder zurückgehen, oder in der Zeitung, dass man sagt, wir haben aber nur 160 Zeilen, im Internet kann ich das endlos betreiben, so lang wie ich Zeit habe, kann ich das Internet vollschreiben, wie ich Zeit und Muße und meinetwegen auch Geld habe oder zu essen im Kühlschrank oder so. Also so einfach so ganz kleine Dinge, die wir aus dem Alltag offline kennen, die spiegeln sich massiv auch im Internet wieder und sei es nur die Freizeitverteilung zwischen Frauen und Männern. Geschlechterklischees tragen sich natürlich auch in jedem Bereich weiter, wenn ich einen Beitrag lese von einer Frau, habe ich sofort meine ganzen Geschlechterklischees mit im Kopf, wenn ich lese, was sie schreibt. Wenn ich einen Kommentar von einem Mann lese, habe ich sofort alle meine Geschlechterklischees mit drin. Kompetenz ist da so dieses prägnanteste von allen, aber das geht auch bis in ganz kleine Sachen. Also, dass ich vielleicht einen Kommentar von einem Mann als, was weiß ich, neutral lese und einen Kommentar von der Frau als zickig lese. Oder dass ich... was weiß ich, wenn es um so emotionale Themen vielleicht auch geht, um wie Familienpolitik oder so, also es ist in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich vermute auch, ist ja eigentlich in jedem Land immer so wahnsinnig emotional und mit tiefen Gräben geführt, dass ich Argumente anders aufnehme, wenn ich sehe, sie sind von einer Frau oder von einem Mann geschrieben. Also wenn jemand über Kindererziehung schreibt, ist es was ganz anderes, ob das ein Mann schreibt oder eine Frau. Also ich glaube, ganz gut ist immer, sich bewusst zu sein, was habe ich alles für Klischees im Kopf. Also klar, die werden mir jetzt nicht einfach so bewusst. Vielleicht ist dann doch ganz gut, mal den einen oder anderen feministischen Blog zu lesen oder das ein oder andere Buch. Ich weiß es nicht, was einen so dahin führt, damit man so seine eigenen Klischees besser reflektieren kann. Weil Klischees machen das Leben ja auch einfacher, das muss man ja auch dazu sagen. Also die Welt ist so komplex und das Internet ist ja auch so komplex, deswegen wird es vielleicht dann auch online noch stärker gepflegt, dass man einfach auch mit sehr viel mit Klischees und so arbeitet, weil man sagt, es ist so viel. Und um das irgendwie zu sortieren, sage ich erstmal, okay, das ist eine Frau, alles klar, okay, das ist ein Mann, alles klar. So, um irgendwie den Überblick zu kriegen. Es kann sein, dass es dadurch verstärkt wird. Aber sich das bewusst zu machen und eben dieses Bewusstsein auch mit ins Internet zu nehmen, wenn ich lese und schreibe, kann, glaube ich, sehr viel helfen, um zu schauen, wie behandle ich jemand anders und wie werde ich behandelt. Weil eben, wie gesagt, im Zweifelsfall führt es dazu, dass Frauen sich ganz stark daraus zurückziehen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil das Internet ja immer mehr klassische Kommunikationswege und Kommunikationskanäle ersetzt. Und wenn da die weiblichen Stimmen fehlen, wie halt zum Beispiel in der Wikipedia, dann ist es, glaube ich, ein echt massiver Verlust so für die Menschheit, um es mal pathetisch zu sagen. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn jetzt zum Beispiel die Wikipedia einfach unsere Enzyklopädie der Zukunft ist, da wird da viel verloren gehen, weil halt eben bei 100 Usern 85 Männer sind und die sagen, nee, das interessiert mich aber nicht oder das finde ich irrelevant. Also erscheint da kein Artikel oder halt nur so ein kleines Ding, wo man gerade so erahnen kann, worum es da jetzt irgendwie geht. Gleichzeitig ist es gut, glaube ich, wenn man, bei den Initiativen, bei denen ich arbeite oder auch in München arbeite ich bei einem Frauenverein, wir versuchen immer Frauen auch zu ermutigen, weil Frauen bringen einfach ihre Sozialisation auch mit ins Internet, eben dieses höflich bleiben, lächeln, klar sieht man im Internet nicht, aber ist halt eben dieses anerzogene, ich gehe erstmal niemanden aggressiv an, ich schaue erstmal, ich warte erstmal ab, dass man sagt, nee, das Internet ist wirklich für alle da und legt dir eine dicke Haut zu, fühl dich ermutigt, da auch
diese Kanäle zu nutzen, ein bisschen lauter zu sein, als du es vielleicht selber angenehm findest. Also Frauen empfinden sich selbst sehr schnell als unangenehm, wenn sie das Wort ergreifen oder halt länger irgendwie sprechen sollen oder eine Meinung verteidigen sollen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man in Foren zum Beispiel ist oder wenn man Blogs mitliest und sieht, da passiert irgendeine Dynamik, ja, die einfach auf so alte Geschlechterklischees zurückgeht. Also da wird eine Frau jetzt wieder einen Kopf kürzer gemacht, weil sie halt eine starke Meinung vertritt, dass man sich mit einmischt. Weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, da selber auch solidarisch zu sein oder sich solidarisch zu zeigen und nicht dann zu sagen, der Stärkere gewinnt halt oder mir egal, was da passiert. Also im Zweifelsfall verpasst man nämlich eine interessante Meinung oder so. Für Frauen muss man, also ich glaube, ganz viele Frauen können auch noch viel stärker den Spaß an der Debatte entdecken. Also das merken wir immer wieder. Also man wird als Frau nicht so zu Wettkampf und zur Debatte erzogen wie Männer, also oder man kann eigentlich sagen, Mädchen werden nicht so stark zu Debatte, zu Widerspruch, zu Wettkampf erzogen wie Jungs. Man kann es immer schön mit dem Fußball vergleichen. Also Jungs gehen zum Fußball als Kinder und lernen da einfach spielerisch ganz hart zu kämpfen. Und die gehen danach dann noch eine Brause oder später dann zusammen noch ein Bier trinken, auch wenn die sich erstmal 90 Minuten auf dem Bolzplatz wirklich bekriegt haben. Ja? Frauen lernen das nicht oder Mädchen lernen das nicht. Man hat ja die Phänomene von dieser latent aggressiven Gewalt, dass Mädchen dann eher so hintenrum fies sind und so, weil die nicht lernen, ihre Aggressionen offen zu kommunizieren. Und natürlich ist eine offene Kommunikation, die auch Spaß am Wettkampf, die auch Spaß an der Debatte hat, sehr viel produktiver und fruchtbarer fürs Internet, also für dieses Medium Internet einfach auch, weil einem das selber ganz viel geben kann. Also ich glaube, da Frauen zu ermutigen, das für sich zu entdecken und halt eben dann im Zweifelsfall auch mal die Schulter zu zucken, wenn man sich jetzt wirklich bis aufs Messer bekriegt hat oder zu sagen, okay, wir haben unterschiedliche Meinungen, wir müssen nicht beste Freunde werden, aber wir respektieren es gegenseitig, was wir jetzt besprochen haben. Das kann Frauen, glaube ich, dazu ermutigen, das Internet einfach viel stärker auch für ihre Belange zu nutzen. Jetzt in Deutschland gab es zum Beispiel ein schönes Beispiel, das haben bestimmt alle mitbekommen, diese Aufschrei-Debatte. Im Januar tauchte dieser Hashtag Aufschrei bei Twitter auf und Frauen erzählten dort ihre Erlebnisse mit sexueller Gewalt. Und es war natürlich erstmal sehr, sehr mutig, weil ich stelle mich tatsächlich eigentlich vor einem Publikum, was ich auch noch dazu nicht kenne, hin und erzähle etwas extrem Persönliches, was ich vielleicht auch bis zu dem Moment verdrängt habe oder wo ich mir geschworen habe, nie mit jemandem darüber zu reden. Und diesen Mut einzugehen, also eigentlich fand ich das wahnsinnig beeindruckend, dass da so viele Frauen unter diesem Hashtag Aufschrei eben geschrieben haben, was ihnen passiert ist in ihrem Leben schon, also sei es jetzt ein blöder Spruch oder sei es halt bis hin zur Vergewaltigung, das war halt so eine, ja, so man konnte richtig beobachten, so eine Ermächtigung, ja, also dass man so ein Medium nimmt und mit sowas Einfachem wie diesem, also diesem Hashtag einfach sagt, okay, wir holen jetzt was aus dem Keller raus, was niemand sehen will, wo wir aber sagen, es ist Zeit, sich das anzugucken, was da passiert ist. Also das war sowas ganz Neues eigentlich, dass es wirklich so progressiv und eigentlich ja auch so einfach genutzt wurde. Also man muss dazu sagen, dass es nicht wissentlich, also nicht bewusst, es war ja jetzt nicht initiiert, dass sie gesagt haben, okay, morgen schreiben wir da alle rein, sondern es ist eher so aus Versehen passiert und war dann so ein Schneeball, der irgendwie ins Rollen kam. Oder nee, eine Lawine, muss man sagen. Also wurde immer größer bis zu einer Lawine. Und sowas, also da kreativ mit umzugehen und aber auch mutig eben mit den Themen umzugehen, ich glaube, das kann für Frauen und eben also diese Emanzipationsbewegung, die ja offline, also in unserer Gesellschaft einfach noch nicht abgeschlossen ist, kann das ganz, ganz viel bewirken. Also weil die Debatte ja nicht im Internet blieb. Die war ja dann in allen Feuilletons, in den Sonntagabend-Talkshows und überall wurde dann über dieses Thema gesprochen. Wie da besprochen wurde, muss man nochmal extra drüber reden, also wie doof teilweise auch da wirklich wiederum dieses Thema behandelt wurde, ist nochmal was anderes. Aber gesellschaftlicher Wandel, also dieser gesellschaftliche Wandel hin zu einer wirklichen Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Männern und Frauen und zwischen gleichen Machtverhältnissen, der liegt ja auch noch ein ganzes Stück vor uns. Und das Internet
Momentan habe ich leider das Gefühl, hinkt da noch ein bisschen hinterher, eben wegen den ganzen genannten Verstärkern. Und gleichzeitig ist das Internet eine wahnsinnige Möglichkeit, das gesellschaftlich voranzubringen, einen ganz großen Schub. Deswegen mein Appell, da eine Sensibilität zu entwickeln und sich vieler Dinge erstmal bewusst zu werden, weil man dann auch das Internet nochmal ein bisschen anders sieht und liest und vielleicht auch selber noch mal ein bisschen anders benutzt und was auch verändern kann. Genau, das waren meine 30 Minuten, bin ganz stolz.